Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Ja Leute, wir haben beim letzten Mal den komischen Jespers gesucht. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gefunden. Ich dachte, wir suchen ihn doch zusammen weiter. Aber ich habe hier so ein paar Zombies gefunden. Und dann dachte ich mal, ne, so, okay, nee, mache ich mit euch mal weiter, bevor ich noch mehr Sachen finde. Die ich eigentlich nicht finden wollte. Machen wir die Dudes hier mal platt. So. Habt ihr hier irgendwas Geiles? Ihr habt hier gar nichts. Okay. Wer ist er denn? Hallo? Beuteter? Okay. Machen wir mal. Zack. Was ist denn dabei? Eisiger Augentalisman. Das Auge dieses Stabtalismans lässt dein Blut gefrieren. Ach, ist das... Hier, warte mal, wir haben doch hier... Hier, da, den Stabtalisman. Heute, den hier. Da müssen wir jetzt noch den Eisstab finden. War das denn hier? Also hier ist ja ein Kreis. Das heißt, wir haben hier gerade was gefunden. Und dann müssen wir jetzt noch an den Stellen was finden. Eigentlich hätte sie eine ganze Wüste einkreisen können, ey. Na gut, wir haben den Stabtalisman. Wo soll dieser komische Jespers sein? Also ich bin hier halt auch noch mal ziemlich viel rumgelaufen jetzt zwischen den Folgen. Und ich habe halt nur die Dudes da gefunden. Dass der irgendwie unter die Map gebackt ist, kann ja auch nicht sein. Der muss ja auch irgendwie so ein paar Freunde dabei haben, ne? Ich weiß noch nicht, ab welchem Punkt die laden. Also, wie nah muss ich dran sein, dass ich die überhaupt... Sind die hier einfach fast direkt neben der Stadt? Wie habe ich die denn nicht gesehen? Ich bin hier lang gelaufen, dann wieder zurückgelaufen. Da vorne war ich ja auch schon. Ich bin genau um die rumgelaufen. Oh, er hat gar keine Bananenkleidung an. Oh, oh, oh. Nee, finde ich... Aua, finde ich gar nicht cool. Nein! Oder so diese Ragdoll-Physik, so geil, wenn die so wegfetzen. Trink. Hat schon Damage gemacht. Hast du irgendwas dabei? Ein Erzrohling. Aha. Oh, die haben ganz viel Reis dabei. So. Dann, ja komm, wir machen das jetzt mal so. Auch wenn es direkt da vorne ist, geht schneller. Zack. Mal schon mal eine abgeben. Jespers wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold. Dankeschön. Jetzt sind wir noch in der Lago. Ich weiß gar nicht, ob wir hier voll Vertrauen bei denen kriegen können, ohne auch noch die anderen Platz zu machen. Was ist da hinten? Ach, da bin ich wegteleportiert vorhin. Das ist noch das Leuchten. Okay, dann gehen wir jetzt mal Richtung Lago. Würde ich mal so sagen. Und schauen mal, was es da so gibt. Hier sind ein paar Pflänzchen. Da müssen wir wieder irgendwo Schakale auf dem Weg sein. So, ich diese Wüste kenne. Natürlich! 3000 Schakale. Immerhin seid ihr netter als Wölfe. Na komm! Hi. Was ist seine Mission? Hallo? Also.
und dann sind wir auch schon in Lago. Und immer wenn ich wieder Musik. Ja, das ist einer der geilsten Charaktere in diesem Spiel. So, quatschen wir direkt mal mit ihm. Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narrat dir helfen? Sibur. Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Du hast was geraucht. Okay, gegen was kämpft ihr hier? Dem Scheiß. Hast du's gezeigt. Hochfliegen. Irrt das ist Blutfliegen ein Ende, oder für Wetter? Ja. Sollen die Würmer dich fressen? Wirte. Okay. So, dann gehen wir das nochmal mit Sibur quatschen. Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Ach so. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen. Das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug. Oh, Sinn. Das ist so gut. Es ist so gut. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio. Aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Hm. Habe ich gerade erst geklaut und dann gespeichert? Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein. Das ist mir viel zu anstrengend. Machst du denn nicht irgendwas? Ich zieh mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Warte, dein Hals, Junge. Ja, und das brauchen wir für den Typ in Sylhn. Kann ich die Zeichnung haben? Hey, Mann, das ist meine Erfindung. Ach, der will jetzt, glaube ich, Eiswolffälle dafür haben. Kann ich dich irgendwie überreden? Also, ich hätte da eine Idee. Ja, hau aus. Bring mir 5 Fälle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in. So, wenn's weiter nichts ist. Du willst mich verarschen. Fälle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraucht? Musst du echt mal machen. Nee, nur 2 von den 3 Dingen in Kombination. Wie fliegen? Das war übrigens ein Scherz. Nur mal so am Rande. Möchte ich mal kurz erwähnen. Sind wir im Geschäft? Ja, weil du es bist. Ich bring dir die Fälle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir. Oh, Sohn. Diese Assassinen sind auch so geil. Oh, ich liebe die Charaktere. Hier, bitte schön. Ich hab deine Fälle. Danke, o glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der Reisenden. Ich hätte auch noch 50.000 von den dummen Fällen, ey. Jetzt werden sie von den Viechern nicht abgeschlachtet. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Man kann's ja mal versuchen. Ich hoffe, dass der Held im Remake auch wieder von Christian Wewerka synchronisiert wird. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeigt habe. Und dann ist halt schon die halbe Miete. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Ich glaube, er war dicht. Ich habe, aber das ist nur so eine leise Vermutung. Um deinen Kram. So, jetzt haben wir die Zeichnung für den Typen in Sylhn. Oha, Fabio ist ein bisschen. Hä, warum hat Fabio denn eine Schwarzmagier? Wobei die Schwarzmagier haben jetzt ja andere Sachen an. Das ist jetzt, glaube ich. Also, das ist eigentlich die Schwarzmagier-Robe im Basic Game, im Vanilla. Aber anscheinend haben sie das jetzt einfach so den Assassinen gegeben, weil die jetzt ja diese komische Billard-Klamotte anhaben. Ich kann das ganze Sumpfkraut jetzt hier noch ernten. Maja, alles meins. So.
alles her. Da oben waren wir schon mal. Und so runtergeguckt. So. Hey, ich hab gleich gemerkt, wie ich Nein gesammelt habe. Okay. So, Gärtner. Das geht. Moment. Moment. Was baust du hier an? Sumpfkraut, Mann. Sumpfkraut, Mann. Sumpfkraut. Hier, Alter, das ist wohl so lustig im Synchronstudio gewesen sein. Ich würde so gerne meine Synchronstudio. Also verpasse nicht die Chance, dir ein paar mitzunehmen. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, der wird ein Vermögen dafür zahlen. Ich dachte, Sumpfkraut wächst im Sumpf. Wie der Name sagt. Ja, das denken alle. Aber sieh dich doch mal um. Es wächst schneller, als ich es rauchen kann. Die Bedingungen sind ideal. Jede Menge Sonne, frische Brisen. Das macht den Blütenstaub unglaublich fein. Ich schaffe alle paar Wochen eine Ernte. Wenn sich nicht gerade die Blutfliegen oder Nomaden darüber hermachen. Mhm. Blutfliegen stehen auf Sumpfkraut? Tja, die Mistviecher wissen anscheinend, was gut ist. Sie haben mir schon ein paar Ernten versaut. Du verstehst was von Pflanzen. Und nicht nur das. Ich verstehe auch was von Tränken. Ich war vorher in Ben Erai. Eusebio hat mir eine Menge beigebracht. Ich kann mich ja mal um die Blutfliegen kümmern. Mann, ich hab's nicht gewagt, dich danach zu fragen. Aber weißt du was? Ich lasse ein Paket Original Lago Sumpfkraut springen, wenn du die Biester vertreibst. Steht das hey, da so drauf? Wer für mich arbeitet, der soll ist auch das genießen. Etikettiert? Hier, rauch mal einen. Wie lange ist das haltbar? Und lass dir Zeit. Die Biester fliegen nicht von alleine weg. Leider. Was weißt du über die Nomaden? Diese Penner, sie haben die Sklaven befreit und meine Ernte gestohlen. Ich meine, das kann ich ja noch verstehen, aber... Ein paar von ihnen sind mitten durch meine Pflanzen getrampelt. Penner! Warum haben sie dich nicht befreit? Mich befreien? Und wer kümmert sich um die Pflanzen, wenn ich weg bin? Nein, ich gehe nicht weg. Hier gibt's genug für mich zu tun. Ja, und Giftzeug. Er hat 5 Sumpfkrautpakete, die kaufe ich mir jetzt mal alle ab. Ja, komm, hier unser Standardzeug nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt geben wir ihm das. Hier die Axt kannst du auch haben. Bogen, Schwerter. Hm, wird schon mal. Dann mal Lederschilde, ne? Ja. Hm, okay, das hätten wir auch. Alter, der ist hier. Okay, den der die Rüstung an. Der hat doch vorher eine leichte Assassinenrüstung. Na, Mamuk? Was? Was ist los? Warte. Du wirst irgendwie nachdenklich. Oh. Stimmt was nicht? Modtext? Ah, dein Schilder, kleiner Stängel. Was? Das wäre jetzt genau das Richtige. Du willst was zum Kiffen? Nein, nein. Zum Genießen. Okay. Na, dann genieß mal dieses hier. Danke, das werde ich. Jetzt was von... Okay. Was haben sich denn die Mundübersetzer gedacht? Auf bald, mein zweigesichtiger, spendabler Freund. Wie auch immer. Ja, das war's schon. Wieso schaust du mich wieder so fragend an? Du hast nicht zufällig noch so einen schönen kleinen. Stängel, zum Genießen? Genau. Ja, ja. Hier, hast du noch einen Stängel? Kann er jetzt einfach so dicht sein, dass er nicht mehr kämpfen kann? Du bist zu gut zu mir, mein. Bäh. Zweigesichtiger, spendabler Freund? Genau. Hm. Mann, du bist mir echt unheimlich. Woher weißt du, was ich sagen will? Hör einfach auf zu kiffen. Das kannst du vergessen. Wow. Was machst du hier? So wenig wie möglich. Warum sollte ich auch irgendwas machen? Alle hier. Mann, hier wächst überall Sumpfkraut. Es ist traumhaft. Ich mache eine kurze Pause. Alle nur am Rauchen. Und mittendrin ein Ork. Du verstehst etwas vom Kampf, was?
So viel, dass es sogar reicht, um dir was beizubringen, Mora. Würdest du... No. Was machst du hier? Der große Tempel in Bensala wurde geplündert. Die Artefakte wurden geklaut. Dolok gab mir den Befehl, die Artefakte zu suchen. Was denn? Glaubst du, hier in Lago gibt es Artefakte? Nein, Mora. Aber hier gibt es einen Mann, der etwas darüber wissen kann. Wer soll das sein? Fabio hat einen Mora eingesperrt. Wenn er etwas weiß, wird er es sagen. Okay. Eben haben wir geredet. Ich glaube... Hier gibt es denn die beiden Arena-Kämpfer? Hier ist die Zelle. Wen haben wir denn da drin? Aha. Wieder so einer von dem Wassermagier-Pack. Die Nervbolzen. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Tut der sich da einfach aus. Na, Fabio, was geht? Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Ja, dann sollte ja klar sein, was ich bin. Zweimal Taschendiebstahl? Oh, Schlüssel. Zweimal Schlüssel. Okay, ja, dann war zwei davon. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Nikorinus gab es einen Gärtner. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Oh, ist ja krass. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja. Aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyor angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Was weißt du über diesen Shakyor? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Was soll mit Shakyor geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen? Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Wow. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Wow. Er hat's hier voll im Griff. So, wir können jetzt halt dann, glaube ich, schon da rein. Aber ich glaube, wir können nicht mit ihm reden. Weil das erst auf einen bestimmten Punkt geht, glaube ich. Na, Vatras! So, warum jetzt, wächst du mich? So, Vatras, jetzt erklär mir doch mal, ja? Warum sind alle meine Kollegen, die mit mir, mit dem Schiff hier hingesegelt sind, grün und da meine Freunde... Nur du hast einen weißen Namen. Ja, habe ich gesehen. Diese Wassermagier, ne? Ich sag euch. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Alter Vatras. Alter Vatras. Ja, damit. Ich hab ihm dann seine Möhre geklaut. Warum haben sie dich eingesperrt?
Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen, über Artefakte und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Ja, er ist mal bei mir geblieben. Ich vermisse den Vatras-Sprecher. Der Vatras-Sprecher. Der Alte. Geh und kämpfe für den Freiheit. Nein. Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Ja. Alles, was ich weiß, nur ist, anmeckern die Wassermagier. Dass die anderen Wassermagier unterwegs sind. Jetzt soll ich die doch alle umhauen. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Uri. Ja, den kenne ich schon. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Wieso weißt du das eigentlich, wenn du gerade erst hier angekommen bist und dann gefasst wurdest? Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen und befreie unser Volk. Befreie die Wüste von der Herrschaft der Assassinen. Ja. Die Wassermagier haben wieder mal die einfachsten Aufgaben für uns und werden garantiert wieder mega dankbar dafür sein. Geh und kämpfe für deine Freiheit. Was passiert dann? Geh und kämpfe für deine Freiheit. Dir werde ich helfen. Deine letzte Stunde angeschlagen. Ich glaube, weil er sonst nicht mitkämpft, kann das sein? Ich glaube, der kämpft sonst nicht mit. Wenn man hier alles angreift. Dann geht er nämlich nur raus und guckt zu. Geh nicht zurück. Ja, weißt du, er ist hier der Gefangene und er geht jetzt einfach raus und setzt sich hier, glaube ich, hin und raucht hier gleich an der Pfeife oder sowas. Na, Matras? Ja, geht auf die Bank, okay. Ich finde das so geil, wie es niemanden kümmert, dass ich den da einfach rausgelassen habe. Du solltest dich jetzt und normalerweise muss man irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was man eigentlich machen muss. Man muss ihm irgendwie überreden, dass man rein da. Ja, gut. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht. Machst du eh den ganzen Tag? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Alter. Komm, wenn du gewinnst, kriegst du auch einen Stängel. Weißt du was? Wenn ich rauchen will, dann pflücke ich mir einfach was. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Ja. Na, Vatras, jetzt kannst du hier mal ein bisschen zugucken, wenn du da deinen Reis runterschlingst. Zeig mir, was du kannst. Zack, 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 zack. Und tschüss. Da ist nichts zu holen. Nichts. Da ist nichts zu holen. Da. Der nächste, bitte. Amio? Ja. So. Du hast also Mamuk aufs Maul gehauen. Warte mal. Hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Ich glaube, jemand anders sollte deinen Job machen. Naja, nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kaff gesteckt haben. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will gegen Grubutz kämpfen. Hey, dieser Ork ist unser Gast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein. Natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Alter, ich habe schon 5-6 gekauft. Ich will gegen Grubutz antreten. Gut. Aber du wirst es mit ihm selber ausmachen. Und denk daran, ich brauche den Kerl noch. Okay. Warum trommelst du hier? Lass uns in der Arena kämpfen. Willst du das wirklich, Mora?
Ja. Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhaue? So viel Dummheit muss bestraft werden. Lass uns kämpfen. Mann, mir brummt der Schädel. Bist du jetzt zufrieden? War doch ein guter Kampf. Ja, zumindest für einen von uns. Ich hau mich erstmal hin. Gute Nacht. Niemand besiegt mich. Das gibt's doch gar nicht. Level up. Schläbe. Nice. Keine Match. Der ist ja Gefangener eigentlich und sitzt er einfach hier und raucht eine Runde der Matras. Ich habe gegen Grobutz gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Stört, jetzt wird geraucht. Jetzt wird geraucht. Das ist das Motto dieser Stadt. So, Kollege. Warum ist der jetzt... Du bist ein guter Kämpfer. Warum ist der jetzt? Wie sagen die Orange. Assassinen? Du bist ein Sohn des Kampfes, Mora. Ey, warum bist du orange? Das war doch nur ein Arena-Kampf. Na gut, gehen wir mal ganz kurz hier die Blutfliegen platt machen. Oh, nicht tun. Nicht gut. Ja. Natürlich. Natürlich. Wieso ist die Quest erledigt, wenn hier noch fünf rumschwirren? Oh, schnell. Gegengift. So, das hätten wir auch. Die Blutfliegen sind erledigt. Dann ist meine nächste Ernte gesichert. Hier, nimm ein Paket Sumpfkraut. Vater der Entspannung. Dankeschön. Kann ich mal kurz irgendwo pennen? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Wie viel haben wir denn hier? 15 noch. Haben wir hier? Kopfgeldjagd. Noch nicht. Wir gehen nochmal zu dem Stollen und machen den frei. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. So, wir plündern das jetzt mal kurz, damit wir nichts mehr zum Abbauen haben. Da ist nichts mehr zu holen. Nicht, da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Sonst gibt es hier auch gar nichts. Okay. Sind wir damit auch durch? Dann müssen wir jetzt noch gleich die Sklaven rüberholen und hier die Mine wieder in Gang setzen. Da müssen wir mal beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt mal Schock hier suchen. Ich glaube, der chillt einfach hier oben den Hügel hoch. Er jault hier. Da steht er auch schon. Wo ist dein Löwe? Da. Da ist der Löwe. Wir hier. Ach so, gar nichts. Okay. Schönen guten Tag, der Herr. Siehe, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakyor, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser mit mir. Du dreckiger Nein! Nicht gut.
Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. In Lago ist noch ein Gefangener. Noch ein Gefangener? Ich dachte, wir hätten alle befreit. Dieser Gefangene ist in einer Hütte eingesperrt. Er sitzt draußen und raucht. Noch nicht. Doch, weiß ich. Finde es heraus. Hä? Jetzt kann ich die Quest nicht machen, weil... Normalerweise kriege ich doch jetzt heraus, wer der Gefangene ist, oder nicht? Jetzt kann ich das nicht machen, weil ich Vatras schon da rausgeholt habe. Nein. Störe mich nicht, was? Ach nee. Ja gut. Du solltest dich jetzt besser um deine Sache. Das ist ein bisschen blöd, wenn ich hier die Stadt. Also normalerweise kann man. Normalerweise kann man das halt rausfinden, dass es Vatras ist, dann kann man ihm das sagen, dann greift er mit einem zusammen hier die Stadt an. Aber da ich Vatras jetzt ja schon da rausgeholt habe, sind die ganzen Gesprächsoptionen halt weg, um rauszufinden, wer das ist. Weil dann kann ich nämlich so ein paar Leute danach fragen und dann bei Fabio und... Ja gut, dann gibt's das halt nicht. Ja komm, ich würde sagen, wir bringen Vatras nochmal eben zu Hurit. Gehen wir zu Hurit. Etwas Bewegung. Aber das heißt, ich kann auch Shakyas Stein gar nicht kriegen, weil den kriegt man danach. Ich. Gut. Das ist ein bisschen doof. Gut, ich müsste Shakya für die Assassinen töten, aber. Ja, auch sein Stein. Aber das ist so ein bisschen blöd. Also, die Mods sind halt cool. Ich meine, wie gesagt, normalerweise war das, glaube ich, so, dass man halt den Schlüssel klauen kann, da rein kann, aber dann nicht mit Vatras reden kann. Und dadurch, ich jetzt mit ihm reden konnte, hat das irgendwie diese Gesprächsoptionen überschrieben, scheinbar. Ist ein bisschen schade. Wissen, was kaputt machen die Sachen auch. Dich wird niemand vermissen. Ja, ich auch nicht, Vatras. Ja, komm! Alter Mann. Der Junge, du willst wieder nicht hoch. Nee. Ja, komm. So. Okay, wo waren die jetzt? Die waren noch irgendwo hier. Da ist der Tempel. Ja, wir müssen hier vorbei und dann dahin, ne? Also da so waren die. Ich habe übrigens rausgefunden, dass man ja so nach hinten gucken kann. Ich mache ja immer so. Viel angenehmer. Ich hoffe, ich laufe richtig. Das war doch hier, oder? Da waren die Oger und dahinter, genau, dahinter ist die Ruine, wo die rumhocken. Mach ich das schon wieder? Mach dir Gewohnheit. Hallo. Du bringst uns Vatras zurück. Der Dank meiner ganzen Sippe ist dir gewiss. Wir werden mit dir teilen, was wir besitzen. Das mit den Wassermagiern, das zu den Nomaden gehören, immer noch echt weird, wenn man die ganze andere Story von denen bedenkt.
So, Matras, ja, und du? Du hast mich sicher geleitet. Ich danke dir. Ein Dank von einem Wassermagier. Wenn du es wünschst, werde ich dich segnen. Danke, Vatras. Genau das brauche ich. Segne mich. So wie der Wind dich allzeit begleitet, wird Adanos auf deinem Weg genauso bei dir wie immer der Lut. Mögest du die Kraft finden, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Geh mit dem Segen Adanos. Krass. Geh und kämpf für deine Freiheit. Junge, ich habe den gerade hier weggebracht. Ja, ein bisschen komisch hier, niemand. Wo geht der jetzt hin? Geht der an den Kleine hier? Oh ne, ich hab die nicht gelesen. Da stand vermutlich was drauf. Er geht jetzt an die hier. Warum bin ich manchmal so lost? Na gut. Haben wir das auch erledigt, dann können wir nächstes Mal kurz bei der Oase vorbeischauen und gucken, was die Assassinen so treiben. Und danach geht's nochmal zurück nach Ben-Erei. Und ja, die komische Mina wieder in Gang bringen. Alles klar, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge für heute? Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge. Bis dahin und bye bye.